Jo, guten Morgen, meine Lieben. Heute zeige ich euch im Train Sim World 4 den Szenarioentwickler, beziehungsweise erkläre ich den komplett. Und mal schauen, vielleicht fahren wir dann danach auch noch eine kleine Runde im Train Sim World 4 auf der eigenen Strecke. Diese Strecke könnt ihr dann natürlich auch runterladen, den Download-Links, beziehungsweise ja, den Zugang dazu. Schreibe ich euch dann unten in die Beschreibung rein. Und dann würde ich sagen, wir fangen auch gleich mal an. Wir gehen eben hier auf den Szenarioentwickler. Dann habe ich jetzt eben zum Beispiel hier ja, wir nehmen die S-Bahn Vorarlberg einfach mal. Das hier ist mein erstes Szenario. Und jetzt können wir hier einen Namen für das Szenario eingeben. Wir geben da jetzt am besten einfach mal ein Schneesturm über Bayern, weil Lindau gehört ja noch zu Bayern. Beschreibung, ja, machen wir einfach nachher. Beziehungsweise da könnt ihr euch dann selber was überlegen. Dann können wir hier die Uhrzeit einstellen. Lassen wir jetzt einfach mal bei 12 Uhr am besten. Dann haben wir hier alles erlaubt aktivieren. Das heißt eben, wir können jeden einzelnen Zug und jeden einzelnen Waggon nehmen. Und dann können wir hier das Wetter bearbeiten. Dann nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel 1. Januar, benutzerdefiniertes Wetter. Statt klar nehmen wir Schneesturm. Hier Schneesturm, ne? Nebeldichte machen wir auf komplett. Nässegrad machen wir auf hier. Schneegrad kommt auf, ja, fast ans Ende. Bewölkung machen wir so. Und dann haben wir das auch so eingestellt schon. Da könnt ihr, wie gesagt, alles Mögliche selber einstellen. Ist ganz euch überlassen. Auf Bestätigen. Und dann hier wieder auf Bestätigen. So. Und jetzt können wir hier eben entweder beenden, aber das wollen wir ja nicht. Wir nehmen hier neuen Zugdienst hinzufügen. Das ist dann die, wir nehmen einfach mal als Beispiel den IC 32 nach Lindau. Wir machen die Uhrzeit 12 Uhr bleibt. Dann soll das hier eben der Hauptzug werden. Da könnt ihr eben einstellen, ob es nicht der Hauptzug wird oder eben nicht. Das war jetzt kein richtig deutscher Satz, aber egal. Wir gehen hier auf Bestätigen. Und jetzt können wir den Pfad auswählen. Mach mal. Wir starten an Bludenz Bahnsteig 5 und wollen nach Lindau Hauptbahnhof. Endstation soll Lindau sein. Dann können wir hier eben auswählen, über welche Bahnhöfe der Zug fährt. Da nehmen wir jetzt als Beispiel einfach Feldkirch. Dann wir nehmen jetzt einfach mal die längsten Bahnsteige, die wir auf dieser Strecke finden, Bregenz. Und das wären dann diese drei Bahnhöfe. Gehen wir wieder hier auf Anweisung bestätigen. Jetzt haben wir hier, Zugdienst startet in Bludenz. Endet in Lindau, fährt über Feldkirch, Dornbirn und Bregenz. Bregenz, Zugdienst bestätigen. Und dann können wir jetzt eben hier den IC auswählen. Der ist, glaube ich, relativ weit unten, wenn ich mich nicht irre. Hier DB. Hier bei der BR 101 ist das. Und wir nehmen 7 Waggons. Und jetzt ist er eben hier drinnen. Das ist sozusagen ja, der Hauptfahrer. Und dann können wir hier noch Details bearbeiten. Und jetzt können wir hier in dieser Strecke nochmal so, Schneesturm über Bayern bearbeiten. Jetzt können wir eben nochmal einen neuen Zugdienst hinzufügen, beziehungsweise
Wir machen das einfach nochmal so. Wir können nämlich jetzt am Lindau Hauptbahnhof eben nochmal einen neuen Pfad hinzufügen und dann zum Beispiel Lindau nach Lustenau und dann Ende im Bregenz über, ja, hier fahren wir nirgendwo drüber, Anweisung bestätigen. Zugdienst hinzufügen. So, das ist jetzt eben hier dieser Pfad. Das heißt, der fährt jetzt von Bludenz nach Lindau und fährt dann von Lindau nach Bregenz zurück. Das ist jetzt dieser Zug, den wir eben fahren. Und dann habe ich auf Facebook in der Facebook-Gruppe gesehen, viele wissen nicht, wie sie es einstellen können, dass da noch andere Züge fahren auf einem eigenen Szenario. Hierzu gehen wir einfach auf neuen Dienst hinzufügen. Den nennen wir jetzt einfach mal KI Güter Lindau Hafen. Dann können wir hier 11:50 Uhr zum Beispiel nehmen. Hier gehen wir jetzt auf wird nicht vom Spieler kontrolliert und dann auf Güter bestätigen das Ganze wieder. Und können dann hier wieder auf Fahrt hinzufügen. Wir nehmen Bludenz Bahnsteig 3. Und der Pfad ist natürlich Lindau. Dann nehmen wir jetzt als Ende von der Strecke, nehmen wir, wo ist das jetzt wieder? Hier. Hier ist es. Jetzt suchen wir uns Lindau Hafen auf. Okay, den finde ich jetzt bei dieser Strecke nicht. Dann schauen wir mal hier. Portal. Lindau. Ich glaube, Lindau hat gar keinen Hafen, kann das sein? Egal, wir nehmen jetzt einfach Bregenz Hafen und lassen den Güterzug über Feldkirch. Feldkirch, dann haben wir noch den Bahnhof Dornbirn. Lauterbach, ja, sogar in dem Spiel ist der drin, oder? Das musste natürlich sein, ne? Dann nehmen wir hier noch Bregenz. Anweisungen hinzufügen, Zugdienst bestätigen. Und jetzt können wir uns einen Güterzug raussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal hierzu den gemischten mit den A20 hier. So, jetzt haben wir den hier. Und jetzt können wir hier nochmal theoretisch einen Zugdienst hinzufügen. Und diesmal machen wir hier dann auf Portal. Wir lassen den diesmal nirgendwo anhalten. Zugdienst bestätigen. So, und dann können wir hier auf Speichern gehen. Und nochmal auf Speichern. Ja, und jetzt sieht das eben so aus. Wir können hier massenweise hinzufügen. Also wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel nochmal, der hier startet ja in Bregen, in Bludenz. Wir machen einfach 12:05 Uhr. KI S-Bahn. KI S2 nach Lauterbach. Um 12:05 Uhr wird nicht kontrolliert. Fahrgast. Und jetzt den Fahrdienst wieder bestätigen. Bludenz Bahnsteig 21. Den Pfad nehmen wir natürlich Lindau. Und als Endstation machen wir Lauterbach. Und jetzt können wir hier eben die ganzen Bahnhöfe auswählen. Schade finde ich es, dass man nicht alle Bahnhöfe auf einmal auswählen kann. Das wäre irgendwie noch schöner gewesen, finde ich. Aber gut, der Szenarioentwickler ist ja auch noch in der Entwicklungsphase drinnen. Das heißt, ich will da gar nicht so viel dazu meckern, sage ich mal. Und das hier ist eben unsere S-Bahn. Wir nehmen zwei Waggons. Wir nehmen die Standardlackierung,
Auswahl bestätigen, neuen Pfad hinzufügen. Dann haben wir hier den Bludenz, Bregenz und dann von dort aus nach Lindau über diese vier Bahnhöfe hier, Anweisung bestätigen, Zugdienst hinzufügen und von Lindau fahren wir dann wieder zurück nach, ja, diesmal machen wir als Endstation dann einfach Feldkirch, Lochhaus oder wie das heißt, Lauterbach, Wolfurt, Haselstauden. So, Zugdienst bestätigen. Und jetzt haben wir hier eben diese Strecke, ne? Und die hier fahren eben wir. Wir können jetzt einfach mal das Ganze anschauen. Hierzu starten wir das Szenario. Ja, was ich noch hinzufügen wollte, bevor wir jetzt die Strecke fahren. Ich habe hier jetzt noch so eine kleine S-Bahn hinzugefügt von Lindau nach Bludenz, von Ludisch nach Bludenz und von Bludenz zurück nach Feldkirch. Und das ist jetzt so eine A nach B-Pfadliste. Jetzt machen wir noch einen dritten Pfad und dazu nehmen wir dann natürlich den Pfad Lindau-Bludenz wieder und machen hier dann als Endstation beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen einfach einen anderen. Wir nehmen Lindau-Bludenz, da gibt es so viele Pfade, hey, Bregenzhafen. Und dann können wir hier jetzt eben als Endstation Bregenz machen. Mach mal. Wir nehmen natürlich, weil es eine S-Bahn ist, nehmen wir hier ein paar mehr. So. Wir wählen einfach wieder alle Bahnhöfe hier aus. Anweisung bestätigen, Zugdienst bestätigen. Jetzt haben wir hier Ludisch nach Bludenz. Von Bludenz nach Feldkirch und von Feldkirch dann nach Bregenz. Und jetzt haben wir hier Speichern und Verlassen. Jetzt haben wir das und gehen wieder auf Speichern und Verlassen. Und jetzt sehen wir uns dann wirklich gleich auf der Strecke und fahren dann einfach mal ein, zwei Stationen. So, und jetzt sind wir hier im Spiel drinnen. Schneesturm über Bayern. DB BR 101, also ja, ihr wart ja dabei, wo ich es erstellt habe, deswegen lese ich das jetzt nicht einfach alles vor. Jetzt gehen wir auf Bestätigen. Jetzt können wir hier natürlich aufgesperrt, dann Richtungswende einschalten und schon mal auf Vorwärts, rechts entgegen. Störung. Okay. Dann schlüsselt es auf. Direkt. Das ist auch. Direkt entriegeln. Zuglicht ein. Jetzt da. Jetzt steigen die eben hier alle ein. Das sieht man jetzt auch. Und was ich halt jetzt cool finde ist, hier steht jetzt auch Bludenz, Feldkirch und dann Lindau Hauptbahnhof. Das war ja bei den alten Teilen nicht so, wenn man fremde Züge genommen hat von anderen Strecken. Deswegen finde ich das schon echt, echt sehr, sehr cool. Muss ich schon mal so sagen. Hier können wir jetzt natürlich Spitzensignale und den Rest brauchen wir eigentlich nicht. So, dann können wir natürlich beide schließen. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ganz cool ist bei dieser Strecke, ist eben hier nochmal so als kleiner Beweis. Wir starten jetzt einfach mal schon mal langsam. Und hier steht eben jetzt die Anzeige, ganz normal. Fahren bis Lindau, dann setzen wir uns auf den Lokführersitz. Bleiben einfach wirklich sitzen. Und fahren dann
Nachbarregions. Und ja, finde ich echt cool gemacht. Deswegen, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Somit hoffe ich, ich konnte euch beim Erstellen eines Szenario helfen und würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, haut's rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.